Wie haben Sie den Krieg erlebt? Wie habe ich den Krieg erlebt? Das ist ja als der Krieg anfing, war ich 14. Und als der Krieg zu Ende war, war ich 18. Und in der Zeit, das war meine Kriegszeit. Ne? Und was soll ich sagen? Man hat in der Zeit gelebt und kannte auch keine andere Zeit. Man wusste ja nichts anderes. Man war ja von dieser Zeit geprägt. Drittes Reich, politisch, weiß, die Zeit ist für heutige Leute, für heutige junge Leute schwer verständlich zu machen. Die ist schwer verständlich zu machen, weil sie so ganz anders war, wie die Menschen heute leben. Die Zeit heute ist nicht vergleichbar, und weil sie so ganz anders ist. Was? Politische Aussagen muss ich auch nicht unbedingt machen. Was für Bilder haben Sie denn vom Krieg? Bitte? Was für Bilder haben Sie denn vom Krieg im Kopf? Was für? Bilder. Viele. Bilder vom Krieg. Ach, wissen Sie, das müssen Sie anders sehen. Man könnte es jetzt leicht machen und könnte sagen, ja, das war alles ganz furchtbar. Aber so furchtbar war das nicht, weil wir es nicht so furchtbar gesehen haben. Man hat die Zeit anders gesehen, weil man von der Zeit anders geprägt war. Ne? Man hat die Zeit ja nicht so als schrecklich gesehen, wie die heute betrachtet wird, als die böse Nazi-Zeit. 1943 wurde ich ja schon zur Wehrmacht eingezogen. Da war ich ja schon gar nicht mehr zu Hause, als die Zerstörungen am Dom und so weiter, da war ich ja schon Soldat. Was haben Sie denn als Soldat erlebt? Ach, was habe ich als Soldat erlebt? Das sind so, ach, was Sie als Soldat erleben, Sie werden eingezogen, Sie machen Ihren Dienst. Ne? Wenn Sie erwarten, dass ich jetzt hier eine Nazi-Schelde betreibe, da werden Sie sich irren. Für uns Jugendliche war die Nazi-Zeit in Anführungsstrichen keine schlechte Zeit. Als Soldat war ich zum Teil überwiegend in Frankreich als Soldat. Und überwiegend, ja. Und habe auch dort eigentlich die meiste Zeit verbracht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich war ja in französischer Kriegsgefangenschaft. Ne? 4 Jahre war ich in französischer Kriegsgefangenschaft. Und das war auch kein Zuckerlecken, können Sie mir glauben. Ne? Da haben wir auch allerhand miterlebt. Nicht nur Schönes, sehr Bitteres von den Franzosen. Die waren auch nicht immer freundlich uns gegenüber gestimmt. Also, und über dieses Thema, das habe ich ausgeklammert, da will ich auch nicht mehr drüber sprechen. Ich hoffe, Sie akzeptieren das. Ich habe in Frankreich keine schwere Zeit gehabt, weil mir es verhältnismäßig gut gegen in Frankreich. Ne? Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich will das auch nicht mehr. Ich will die alten Sachen nicht mehr aufrühren. Ich habe genug darunter gelitten und ich will da nichts mehr. Ich habe die Zeit für mich persönlich weggeschoben. Ich hatte es unter André und die Jeanette. Ah, ja, natürlich. Ja, natürlich. Meine Frau soll sagen, ich soll sagen, dass wir gut in Frankreich gute Freunde hatten, auch nach dem ganzen Krieg noch. Mein Vater hatte ja ein Friseurgeschäft, ne? Und im Krieg wurden die Friseure
hat mein Vater einen Friseur, einen französischen Friseur im Geschäft gehabt, zum Arbeiten. Ne? Und diese, aus diesem Kennenlernen mit den Franzosen ist eine Freundschaft entstanden, eine langjährige, sehr gute Freundschaft, die das ganze Leben lang gehalten hat. Ich bin froh, dass die Zeit alles an uns einigermaßen gut vorbeigegangen ist, dass wir den Krieg so einigermaßen gut überstanden haben und sind froh, dass es uns heute jedenfalls wesentlich besser geht wie zu dieser Zeit. Mhm.